Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Ja, es bleibt dabei. Der deutsche Leitindex kennt aktuell offenbar nur den Weg nach oben. Auch gestern schloss der DAX den Tag mit einem Plus ab, wenn auch nur mit einem kleinen. Am Ende lag er etwas mehr als 0,2% höher bei 13.180 Punkten. Schauen wir nach Frankfurt an die Börse zu unserer Korrespondentin Franziska Schimke an dieser Stelle. Schönen guten Morgen, Franzi. Wie sieht es heute aus mit dem DAX? Was sind seine Vorgaben? Ja, wirft man einen Blick auf die Vorgaben, dann ist nicht allzu viel Bewegung angesagt an den asiatischen Märkten. Der Nikkei ist hauchdünn im positiven Bereich. Hang Seng und Shanghai Composite, die geben moderat nach. Und beim Dow gestern auch nicht die ganz große Bewegung. Aber da hatte man ja am Vortag erst noch neue Rekordhöchststände eingefahren. Und man braucht jetzt einfach mal so ein bisschen härtere Fakten wieder und tatsächlich Tatsachen, die dann diese Kursanstiege, die wir zuletzt gesehen haben, letztlich auch irgendwie bestätigen und sagen, dass das in Ordnung ist. Das heißt allerdings von den Experten, wenn man hohe Gewinne im Oktober eingefahren hat, dann ist das im Idealfall auch im November und Dezember so. Also so einen kleinen bullischen Unterton hört man da auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, habe ich bullisch gesagt? Habe ich. Also keinen bärischen Unterton. Der DAX zur Wochenmitte ja mit einem neuen Hoch seit Mai 2018 unterwegs. Auch nicht die ganz große Bewegung hier. Heute rechnen wir auch erstmal mit einem stabilen Auftakt. Das ist ja aber Stagnation auf sehr hohem Niveau hier aktuell und im Fokus dann die Berichtssaison. Allein 5 DAX-Konzerne heute mit dem Zahlenberg. Vielen Dank nach Frankfurt, Franziska. Das war der Ausblick auf den Handelstag. Machen wir weiter mit der Marktidee. Heute ist das die RTL Group. RTL hat gestern Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Die Aktie reagierte negativ und beendete den Handelstag mit einem Minus von etwas mehr als 2%. Allerdings war der Kurs seit Mitte Oktober auch deutlich angestiegen. Aus technischer Sicht handelt es sich bislang um einen klassischen Pullback. Weitere Details entnehmen Sie dazu einer ausführlichen Chartanalyse zu finden unter www.ideas-daily.de. Ja, und wir sehen uns morgen wieder an dieser Stelle. Bis dahin, machen Sie es gut.